Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserer Daily Dosis Arg mit Voucher, mit unserem Alderle. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Es ist sehr, sehr früh am Morgen, knapp 3 Uhr, es wird gleich hell. Der Dödi, den wir gestern gesehen haben, der läuft noch hier unten am Wasser rum, den würde ich mir gerne holen. Ich habe jetzt Material besorgt, dass wir ein bisschen weiterbauen können und habe ewig lang probiert, dieses Catwalk-Stück da hinten dran zu kriegen. Und ihr seht schon, wie ich es geschafft habe. Ich musste einiges nochmal umbauen. Lasst uns mal eben nach oben gehen und gucken, ob wir da vielleicht heute noch die Geschichte wieder so hinkriegen, wie sie war. Da habe ich nämlich einiges abgebaut, wie ihr seht. Sonst hätte ich es nicht bauen können. Da müssen wir drüben, wenn wir das auf die andere Seite hier spiegeln, bisschen drauf achten. Erst die Ceilings und die Pillars, dann die Catwalks und später dann erst den Zaun. Ich glaube, der Zaun hat nämlich tatsächlich verhindert, dass das hier funktioniert. Jetzt pass auf, jetzt habe ich das so, wie ich es haben wollte. Jetzt haue ich mir den natürlich wieder oben drauf nach Möglichkeit. Muss ich das echt von unten machen? Jetzt zieh dir mal das rein. Jetzt hängt der hier quer. Jetzt hängt der hier quer, ne? Siehst du das? Das verhindert irgendwie offensichtlich, dass der einen Rastpunkt bekommt hier. Dann machen wir das einfach ohne und setzen die Fackeln so drauf. Das, da habe ich jetzt keinen Schmerz damit. Ah, dann haben die Pillars, die erhöhte Pillar hat das wahrscheinlich verhindert, dass ich das so setzen kann, wie ich es will. Ist doch kein Problem, dann machen wir unseren Zaun hier wieder hin. So und so. Und ja, wie wäre es denn, wenn wir eigentlich dann hier vorne, aber da will ich ja eigentlich mit der Leiter ankommen, falls ich mal aufs Dach muss. Nee, wir setzen die einfach hier hin. Ich mache das jetzt deswegen ein bisschen schneller, weil... Wenn wir das nämlich noch angucken können, bevor es hell wird, wäre es eine coole Geschichte. Moment. Zack. Zack. Ich habe gesagt, auf 5 darf ein bisschen heller sein. Das machen wir weg. Update dann eh. Und dann setzen wir hier noch einen ins Eck rein. Na, das sieht doch wunderschön aus. Ob wir natürlich nochmal hochkommen, wenn wir dann sehen. Jetzt will ich erstmal sehen, wie es dann leuchtet. So. Bevor es hell wird, ne? Moment. Change Settings. Wir haben gesagt, auf 5. Und Update dann eh. Ich hopf runter. Au. Mach mal deine Fackel weg. Ja, ist doch schön. Hat er mir einen Schlag mitgegeben. War da gerade ein Viech in der Luft? Ey, das ist doch niedlich. Auf der anderen Seite dasselbe. Vorne bauen wir unser kleines Vordächle und da kommt dann nochmal massives Licht hin. So ist okay. Das heißt, ich brauche nochmal 3 Leitern. Die machen wir uns eben kurz. Ladder in the morning. Ladder in the morning. Wieso hört sich denn das bitte so falsch an? So, meine Lieben. Dann sieht das so aus, wie ich es haben mag. Dann holen wir uns jetzt gleich den Dödi. Ich überlege aber allerdings noch, ob wir mir noch ganz kurz... Wollten wir das so mit einer großen Rampe? Das wollten wir so, gell? Das rammt bis hier und da kommt dann natürlich hier terrassentechnisch die Geschichte hin. Richtig, so wollten wir es. Halt, den kannst du wegmachen. Da drüben werden wir dann... Ja, spiegeln wir dann auf jeden Fall rüber. Das gefällt mir sehr gut. So. Genau, und hier kommt dann die Werkstatt hin. Beziehungsweise die Kochwerkstätten kommen hier hin. Ich muss allerdings ganz kurz gucken, wie wir das dann hier drüben bewerkstelligen wollen. Was haben wir denn hier alles drin im Moment? Da müssen wir uns auch mal drum kümmern, ne? Dass wir ein bisschen was machen. Metall habe ich und Erze habe ich. Die Durchgänge, das wird von hier so sein. Das heißt, ich baue die Schmelzen hier außen hin. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4 Stück können wir dann hinbauen. Dann machen wir das auch so. Hatten wir nicht sogar noch eine Schmelze übrig? Ich muss direkt mal gucken. Ich hoffe, der Dödi geht nicht baden. Schmelze, Melze. Schwupp. Ich hätte schwören können, wir haben alle zu viel gehabt. Aber das kann natürlich auch sein, dass ich mich täusche. Ich sehe jetzt jedenfalls keine mehr. Jetzt gucken wir mal hier noch kurz rein. Ey, wir hatten doch eine über, ne? Ich hatte nämlich ein paar mehr gemacht, glaube ich. Kann sein, dass ich es jetzt 10-mal übersehen habe. Da gibt es aber auch weitaus Schlimmeres. Da bauen wir uns einfach nochmal eine. Zur Not haben wir eine 5. Eine. Bitteschön. So, dann setzt man nämlich die schon mal da drüben auf. Hier drin weiß ich noch nicht genau. Da kann sein, dass ich meine Klamotten und so reinmache. Jetzt kriegt das ganze Ding eine schöne Form. Pass mal auf. Der Eingang hier ist hier. Die würde ich so ein bisschen anschrägend hier drauf machen. So, was haben wir denn hier sonst noch so drin? Ich nehme an, nur Metallbarren, Kohle und Erze sind noch drin. Dann ziehen wir mal die Erze hier rüber. Dann ziehen wir mal die Erze hier rüber. Dann sind sie schon mal auf Kobenmetall. Und zwar aus denen hier. Pulle ich die da komplett rüber. Na, ist das schon mal sauber. Dann müssen wir ganz kurz die Kohle hier reinlagern. Die Kohle. Aus... Da mache ich mal überall. Die mache ich mal überall zusammen, dann wissen wir gleich mal, wie viel wir schon haben. 395. Wir müssen halt an die Munitionsgeschichte rangehen. Ansonsten ist jetzt hier nur noch Metallbarren drin, gell?
Dann ziehe ich die auch mal eben noch hier rüber. Dann können wir die versetzen. Dann ist das auch schon mal schön da drüben. Metallbarren. Bam, bam, bam. Pull. Dann. Jetzt sind die alle leer. Das heißt, ich kann jetzt alle aufheben. Ne? Zwapp. Zwapp. Weil ich will kurz die Werkstatt hier schon mal so ganz grob einrichten. Dann können wir nämlich die Armbrust noch reparieren. Bevor wir losgehen. So, den möchte ich dann so leicht angeschrägt hier haben. Und die da, die soll dann nach Möglichkeit hier gerade und die soll hier gerade. Füll mal die Tage mal auf, ne? Da kommt natürlich auch wieder Dächle drüber, so zumindest ein kleines Stück. Jetzt pass auf, Paulana. Wer bist denn du? Ich bin ein Skorpion ohne Sattel. Du hast mich gezähmt, es ist eine Weile her. Pauline? Paulina, Paulana, Palono. Einer hat noch keinen Namen. Da muss ich mal gucken. Ein paar von euch haben ein paar Namenstipps gegeben. Können wir bestimmt einmal rausgreifen. Paulinchen, glaube ich, und so war noch mit dabei, ne? Bist du ein Mädchen? Haben die da richtig aufgepasst? Ah ja. Also komm, dann machen wir das. Ich glaube, der wurde sogar mehrfach genannt. Und zwar Options, Name ändern. Paulinchen. So, dann haben wir die auch drin. Paulinchen haben wir ja noch nicht, ne? Nur Pauline. So, jetzt hole ich mir den Lootjob. Bevor er despawnt. Meine Lieben, das sieht jetzt schon mal ganz anders aus, unsere Strohbutze. Außerdem haben wir dann alles. 4 Schmelzen. Wir werden auch, den Ding will ich noch bauen, den Kaminofen, weil der produziert auch Kohle. Wir brauchen sau viel Kohle. Und da ich ja noch eine Weile brauche, bis ich das Industriezeug kriege und so, ne? Jo, komm, nimm es mit. Geschenk sollte man eigentlich. Da muss ich auch freuen drüber, dann freut sich arg. Ah ja, ist doch super gattig, das Ding. Das ist doch super gattig, das wird schon. Das wird schon. Drüben müssen wir auf jeden Fall nochmal diese Ausläuferfläche hinmachen. Und dann kann es gut sein, dass ich uns da oben eine kleine Terrasse auch hinbastle. Müssen wir mal gucken. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit hier investieren, obwohl es mir gerade tierisch Spaß macht, weil mein Bauprojekt ja auf mich wartet noch. Ne? So, jetzt haust du mal das alles hier rüber, was du tatsächlich im Moment nicht brauchst. Die Säulen kannst du mal noch drin lassen. So, lass mich mal kurz gucken, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier kommen jetzt dann noch die Säulen hin. Das machen wir jetzt vielleicht nicht heute. Erstmal den Dödi zähmen. Du kommst von da hinten an und von hier und von hier. Dann lass mich doch mal die Workbench hier hinbauen. Und die S-Plus-Worktable-Geschichte hier. Oder könnte ich mir noch einen zweiten bauen? Ihr wisst ja, dass ich immer gerne zwei habe. Und Cooking Pot und so, das kommt dann alles rüber. Komm, wir bauen uns so einen noch. Weil, dann kann ich nämlich die Materialien splitten. Dann habe ich hier einmal für Foundations und kann links drüben zum Beispiel später, wenn man Glas oder was weiß ich, ne, dass man halt zwei gleichzeitig durchlaufen lassen können. Dann braucht man nicht so lange warten. Oder wenn ich jetzt gerade beim Turm, die kommt ja jetzt demnächst auf uns zu, dass ich für die Grundfläche ganz, ganz viele Elemente brauche, dann laufen sie hier doppelt so schnell durch. So, hier fehlt jetzt noch das Dach oben drauf, Catwalk-Schichte, dann haben wir die. Den hier würde ich tatsächlich auch aufheben. Bin ich jetzt arg überladen. Auf jeden Fall zu sehr. Pass mal auf, dann mach mal das Metall und die Kohle hier raus. Schalt mal kurz hier rüber. Dann holen wir das ganz kurz hier mit dazu. Das wäre dann einmal Metall. Achso, warte mal, warte mal. Ich kann ja... Doch, habe ich schon richtig gehabt, gell? Metall und die Holzkohle. Ich will den Dödi jetzt holen, bevor der dann noch weg ist. Pull. Und dann bräuchten wir eigentlich noch die Holzkohle. Wie gesagt, geh nochmal rein. Holzkohle. Aus dem Konverter rausziehen, rüber. Ich kann laufen, den Konverter kann ich abbauen. Den stellen wir dann drüben in die Mitte. Wäre natürlich erstmal auszuprobieren, ob der in der Mitte auch... Ob der in der Mitte auch gut kommt, weiß ich nicht. Die Mitte ist hier 3 bei 4, das heißt, den müsste ich dann da hinstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich den einfach anschräg und hier reinsetze. Müssten wir dann aber so machen. Pass mal auf. Das ist doch schön und vor allem, ich komme hier noch durch, ohne dass ich hängen bleibe. Das ist schon recht so. Also, die Werkstätten sind da, ganz grob. Die müssen wir noch befüllen, die Schmieden und so weiter. Hier drin müssen wir natürlich dann umbauen. Dich werde ich dann auf jeden Fall irgendwann wegmachen, zumachen. Und hier ist auch schon jetzt überdacht, wie ich es wollte, inklusive der Geschichten. Jetzt pass auf. Nee, ich gucke jetzt nicht, der ist bestimmt noch da. Jetzt pass auf. Wir nehmen uns hier. Bis jetzt haben wir ja noch nicht viel, ja. Das heißt... Wir bauen uns jetzt einfach mal hier die Kochstation hin und den Preserving Bin. Moment, andersrum.
Andersrum wird es schöner, wenn ich den hier so schön ins Eck reinstelle. So. Und der braucht natürlich die Teile hier. Die Zündpulver. Der hebt er dann. Bei 100 Zündpulver hebt das Ding 2 Tage, glaube ich. Also Real-Life-Tage. Zündpulver, Mortal Pistol, Large Storage. Ich ziehe das einfach mal jetzt hier komplett rein. Dann haben wir die Geschichte. Und ab jetzt kann ich verderbliche Sachen, die uns länger aufsparen wollen, wie zum Beispiel das Ei oder die schönen Blumen, die müssten wir jetzt da reinpacken, denke ich, ne? Bis wir mal irgendwann einen Kühlschrank haben. Was ich jetzt gezogen habe, weiß ich nicht, aber machen wir den Sattel hier rüber. So, meine Lieben, dann holen wir uns den Dödi und dann räume ich meine Taschen leer. Mach hier ein bisschen ab. Hier zum Beispiel die Pilze und das da, ne? Wenn das da reinpassen wird jetzt, wir gucken mal, welchen Effekt es hat. Im Moment haben die Pilze einen Spoiltimer von 2 Tagen 5. 22 Tage, sehr gut. Die Blumen 2 Tage, 21 Tage. Das Ei, das hebt eh schon ewig mit 7 Tagen und jetzt hebt es uns noch ewiger. So, dann haben wir das endlich mal aufgesetzt, weil das war schon Zeit, ne? Und den Cooking Pot, da wir jetzt hier hauptsächlich Schränke haben, da im Eck, da laufe ich dann rum, den würde ich jetzt einfach hier ins Eck stellen. Kann sein, dass ich da sogar noch einen Zaun ran bastel. So, Lagerfeuer und so, weiß ich nicht. Komm her, mach mal spaßhalber das zu. Wie sieht es denn dann aus? Das Problem ist, dann ist die Treppe hier umsonst. Nee, wir machen es anders. Ich habe nämlich gerade gesehen, es hat sich zufällig ergeben, gerade schon wieder. Und dann geht es durch die Leiter durch, ist auch bescheuert. Ne? Ja, das ist ja blöde. Auf der anderen Seite kann das ruhig durchgehen. Weil ich komme ja trotzdem hoch. Ne? Nee, das stört. Aufheben Ramp, aufheben. Jetzt will ich wissen, wie es aussieht, weißt du? Dann machen wir das nämlich jetzt einfach so. Den mache ich zu. Und jetzt kann ich hier in aller Ruhe. Und da jetzt von der Seite die Symmetrie trotzdem irgendwie rauskommt, muss ich gucken. Ich glaube, die Dreiergeschichte hat mir besser gefallen. Ja, so sieht es abgefressen aus. Das soll schon schön bleiben. Nochmal die Railing hier nochmal weg. Dann gönnen wir uns nochmal die Rampe hier hin. Ich überlege auch gerade, ob ich da vielleicht eine Treppe draus mache, dann würde ich, pass mal auf, das sieht bestimmt scharf aus, wenn wir da einfach so machen, wenn ich da eine Treppe draus mache und da in der Mitte die Rampe lasse. Oder andersrum, müssen wir gucken, aber sowas probiere ich immer unheimlich gerne. Halt, nicht aufheben, wechseln zur Rampe. Wechseln zu Treppe. Wechseln zu Rampe. Vielleicht mache ich da aber auch später noch Dings hin. Ja, muss man mal gucken. Ist jetzt auch nicht das Wichtigste, was wir jetzt gerade auf dem Start haben. So, pass mal auf. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier reingucken, nämlich. Öl. Hesperonis, ah, ja, ist klar. War da nicht eine Einstellung? Pass mal auf. Aufheben, umbenennen, PIN-Code. Entsperren, Inventar öffnen, aufheben, abreißen, umbenennen. Ich dachte, da gab es jetzt eine Möglichkeit, dass ich sage, es soll nicht automatisch... Disable Autocrafting. Richtig, da war's. Sonst macht er mir nämlich jetzt ständig hier die Farbe, die rote, ne, wenn ich Heiltränke herstellen will. Herstellung. Wir haben jetzt die Möglichkeit, medizinisches Gebräu. Ich würde mir gerne mal so 10 Stück herstellen, dass wir einen Anfang haben. Guck an, der Herr. Guck an, der Herr. Machen wir die schon mal rüber. So, Leute. Wasser fehlt halt noch, gell? Wasser fehlt halt noch. Ja, aber das ist jetzt normalerweise kein Problem. Ich weiß nicht mehr, wo mein ganzes Zeug ist. Hey, dann hole ich dann nachher Wasser. Ich lasse den jetzt trotzdem schon mal brennen, dass er uns ein bisschen Holzkohle herstellt. Jetzt pass auf. Werkstatt steht ja wieder. Das heißt, ich kann jetzt hier ganz einfach rüber. Zack. Meine Armbrust. Mach das alles mal jetzt irgendwie weg, dass ich das dann später hole. So, meine Armbrust. Da würde ich gerne ganz kurz einmal reparieren. Da ist das klar. Und ich hau jetzt mal alles raus, was mich gerade ein bisschen schwer macht und unnötigerweise dabei ist. Jetzt gucken wir, dass wir den Dödi kriegen und dann gucken wir mal bei unseren Gärten vor allem vorbei. Das mache ich jetzt also ordentlich drauf. So. Ah, ich weiß nicht, ob ich genug 10 Munition habe für einen 95er Dödi, aber ich nehme es an.
So, wir gehen kurz ans Wasser runter. Anderle ist noch mal was. Da ist er, meine Lieben. Ich hoffe nur, dass mir die jetzt hier nicht mithelfen. Ich ziehe den einfach da hoch bis zum Loot Crate. Weit genug weg von meinen Tieren bin ich ja. Wie viel Schuss brauchst denn du eigentlich, Diggerle? Ich würde sagen, ich schieße dich erstmal 10 Mal. Jetzt habe ich 3. Den brauchen wir doch, oder Leute? So ein Geschenk nimmt man doch mit. Er ist auf jeden Fall höher wie unserer. Und die Farbe, die ist auf jeden Fall cool. Vielleicht kriegen wir Dödi Babys einen Rosa dann raus oder so. Und er hat auch so rote Stacheln. Also das ist schon ein ziemliches Farbwunder, der Kollege. Ja, hier laufe ich jetzt gerade drüber. Und da vorne kite ich den dann so lange rum. Bis wir am Liegen haben. Dann hole ich ein paar Mechobären und dann passt das, oder? Darf dich nur nicht töten. Wir könnten ja mal kurz gucken. 1800 haben wir schon, ist das super. Den kann ich nicht stehen lassen. Ich mag zwar eigentlich auch nicht so, die ganz grellen Farben sind eher... Nee, jetzt läufst du genau dahin, wo die ich jetzt wahrscheinlich alle, wenn ich schieße. Muss mal kurz warten, bis er sich da wegbewegt. Nee, mein Ziel angreifen, dann habe ich das Problem, dass sie mir mithelfen, ne? Oder machen die das nur, wenn ich angegriffen werde? Ich probiere mal. Alles gut. Solange er mich nicht schlägt, helfen sie auch nicht, ne? Den müsste jetzt jeden Moment müsste man den eigentlich haben. Ich gucke mal. Boah, nee, der braucht Tee. Hä, die brauchen einen Haufen. Pfeile, aber wenn wir den haben, dann können wir schön Stein farmen mit dem. Ich müsste jetzt auch gleich wieder abdrehen, ja. So, noch 2 Schuss, dann gucke ich wieder. Gehen wir da rüber mehr. Nachladen. Fernglas raus. 4100, ja, der kommt doch. Nicht so weit vor, bitte. Und vor allem fliegt man da hinten runter gleich. Wie weit ist er jetzt noch weg vom... Er wird runterknallen, denke ich mal. Aber da ist gerade niemand. Ja, dreh ruhig nochmal hoch. Lass dich nicht irritieren von deinen neuen Kollegen. Motte, mach mich... Mach dich aus dem Weg. So, wie viel Torbe haben wir jetzt schon aufgebaut? 5000 waren wir gerade drüber. Noch 2-3 Schuss, dann haben wir den. Schauen wir mal, wo er hinrennt, der Gute. Ja, ist gut. Einmal. 2. Ja, von mir aus an die Gärten. 3. Das müsste eigentlich gewesen sein, Diggerle. Jo! Hast du gut gemacht? Boah, ist das grell, oder? Ja, aber er liegt genau vor der Base. Das heißt, die Rexe können den beschützen. Gott, ist das ein Farbwunder. Ey, da gucken wir, ob wir einen roten rausgezüchtet kriegen. Was hat denn unserer eigentlich gehabt für Farben? Gott, ist das ein Farbknäuel. Und vor allem, wo ist denn unserer? Hier. Stimmt, wir hatten ja auch einen blauen. Ey, vielleicht kriegen wir das schwarz auf rot vererbt. Was meinst du, wie giftig der aussehen wird? Schauen wir mal, was uns die nächste Zeit so bevorsteht. So, meine Lieben, dann haben wir doch schon ganz viel erreicht. Hier wollte ich nochmal ganz kurz gucken, ob ich die 3 Leiterstücke noch hinkriege. Und dann würde ich tatsächlich mir ganz kurz noch... Ich würde hier noch ein bisschen weitermachen. Dann machen wir vielleicht morgen einen Ausflug dann als Entschädigung oder so. Hier sind die Leitern. Mach die mal... Ach, und die Gärten wollte ich auch noch kurz. Wir müssten nämlich fast so weit sein. Und Wasser... Wasser, 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 Wasser. Jetzt muss ich das allerdings hier wegbauen, sehe ich gerade. Ne? Jupp, dann wird das ganze Geländer frei hier bleiben. Ne? Ist doch nicht schlimm. Aufheben, Railing. So.
da oben drüber können wir natürlich auch noch irgendwie kleine Trophäen machen. Vielleicht, wir können ja auch diesen Schaber uns mal irgendwann holen, ne? Der müsste doch eigentlich hier dabei sein. Ihr wisst, was ich meine, ne? Diesen Kratzer. Wo war denn das in welchem? Ich glaube, Extinction war das erste Mal, ne? Den da, wenn wir uns den freischalten und die Boxen, dann könnte ich hier vorne vielleicht irgendwie Trophäen oder so. Da könnte ich, oder oben drauf sogar. Das wäre vielleicht auch eine geile Idee. Schauen wir uns an. Jetzt überlege ich gerade, wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Holz. Ich habe aber Holz gefarmt, das heißt, ich könnte ganz kurz schon mal zumindest hier 400 Holz reinholen. Pass mal auf. Das machen wir kurz. Der Biber war ja fleißig. Machen wir mal 400 Holz von hier rüber. Und teilen die auf. Halt nicht den da. Damit die schon mal ins Laufen kommt, dass wir Kohle herstellen. So, pass auf. Dann machen wir die da rüber. Da sind nämlich auch noch Erze drin. Also das lohnt sich schon, wenn wir die einmal entzünden. So. Ja, das passt schon. Kohle, ne? Wir brauchen diese Holzkohle tatsächlich, weil wir wollen uns nämlich früher oder später dann die Projektile herstellen für die Tranquilizer. So, die vier laufen, das ist gut. Beim Cooking Pot müsste ich eigentlich Wasser holen. Ja. Komm mal her. Was kostet mich denn so ein Glas? Ich überlege gerade, ob ich mit der Wasserleitung hochziehe. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf gerade. Ich würde mal sagen, was mache ich? Kann ich 5 Gläser herstellen? Nee, fehlt Zement. Kann ich überhaupt 1 herstellen? Nee. Dann würde ich sagen, dass ich da die Lederschläuche mal jetzt irgendwann ranholen muss, ne? Dass das hier läuft. Okay, du tust, was du tun sollst. Das freut mich sehr. Dann fahre ich kurz rüber in die Gärten. Wo ist denn mein Scorpion Morpi Nummer 1? Paulana! Gehen wir mal kurz rüber und schauen, was düngermäßig geht, oder? Hier ist ja sonst gerade niemand mehr. Ach, da stehst du rum, Paula. Stück. Hallo. Schön! Sind aber noch Setzlinge, ne? Es sind noch Setzlinge. Ist noch nicht so weit rausgewachsen. Aber bald. Und es sieht jetzt schon schön aus. Ihr zwei mal. Karotlen. Ja, wir kriegen alles zusammen. Unser Ankylosaurier hier. Absolut göttlich. Schön! Passt ihr hier schön auf, dass da nicht irgendwas passiert, gell? Oh, es ist ein traumhaftes, süßes, kleines Gärtchen geworden. Und schon alleine jetzt, wenn du hochgehst, komm mal her, Paula, wenn man von hier hochgeht, ist es viel, viel schöner, weil man immer in so eine abgeschranzte Butze kommt, ne? Einfach ein bisschen Platz. So, also hier, sag mal, eine andere Frage, das habe ich nämlich auch noch nie probiert. Dieses Wasserreservoir. Verbinde dies mit Rohren, um Regen aufzufangen. Zur Bewässerung oder fülle selbst Wasser für spätere Nutzung ein. Bewässert automatisch umliegende Beete, wenn ein Wasserhahn verbunden ist. Verbinde dies mit Rohren. Aber es regnet ja fast nie bei uns, ne? Komm mal her, ich muss hier eine Wasserleitung hinmachen. Die kann ja von mir aus unsichtbar sein. Die Frage ist nur, wenn ich von den Gärten hier hochfahre mit dem Wasser... Dankeschön. Die kann ich ja unsichtbar machen, ne? Dann lassen wir uns hier jetzt... Ich muss hier Wasser hinziehen, sonst kommen wir nämlich nicht weit. Kochen. Später brauchen wir sowieso auch Wasser hier oben. Ne? Wo hab denn ich die... Habe ich gar keine Pipes mehr? Hanoi. Das heißt, wir zählen das jetzt einfach mal im Kopf grob durch. Ich brauche wahrscheinlich von hier... Entschuldigung. Ich werde von hier... vorkommen, brauche ich ungefähr 15 gerade, 5 schräge, 20 gerade und 5 schräge. Komm, das probier mal geschwind, bis der Dödi fertig ist. Das sind die Straights, davon hätte ich gerne 20 Stück. Genau. Und dann brauche ich die Schräglinge. Sieht sie jemand? Vertikal, die brauche ich wahrscheinlich erstmal nicht, die da. Sagen wir mal 6. Muss ich aber kurz warten, bis die fertig sind. Aber in der Zeit kann ich ja schon mal unten anfangen zu bauen. Pass mal auf. Dann machen wir das so, die Leiter weg. Dann ziehe ich mir jetzt von da drüben einfach mal Wasser rüber.
Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Lalilala, lalalala. Das kann ich ja dann. Das kann ich ja dann unsichtbar machen an dem Punkt, wo ich es brauche. Ich will nur mal ganz kurz grob abmessen, wenn ich es hier wegziehe. Jetzt ziehen wir einfach hoch. Ah, der war noch nicht fertig gebaut. Brauchst wahrscheinlich viel mehr noch, ne? Ich hätte es auch von unten holen können, aber das war mir jetzt irgendwie dann doch zu müßig. So, nochmal zurück. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt mal so 5 von denen hier bestimmt. Bamsle. Die erste kommt. Sollte aber nach oben klappen. Machen wir den hier weg. Was machst du mit mir? So, und dann können wir ja hier wieder mit einer Geraden. Ich meine, dass wir jetzt überhaupt, dass das so aussieht, wundert mich jetzt schon. Wir machen das anders. Wir machen das anders. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Dann sieht es aus wie eine kleine Dusche. Dann können wir da mal Wasser holen. Ich brauche jetzt doch die Geraden. Die Geraden, die Geraden, die da, ne? Vertical. Machen wir mal 3 Stück. Ich hoffe, das geht, wie ich es mir vorstelle. Pass mal auf. Wenn ich das, ja, genau. Und dann noch einen. Ne, das war schon reicht. So. Und dann brauche ich nochmal einen Wasserhahn. Schön. Ah ja, das wird schon cool. Warte mal ab. Das sieht bestimmt gut aus. Einen. Dann kann ich hier Wasser holen. Ich hätte es auch reinladen können, aber das ist mal jetzt zu schräg. Das sieht nicht gut aus. So, hier läuft jetzt Wasser. Und hier fangen wir an, das unsichtbar zu machen, ne? Kurzer Moment, meine Freunde. So, weil dann kann ich da immer schöpfen. So haben wir es ja zuletzt gehabt, auf Dings auch irgendwie in die Richtung zu halten. Die Frage, ob ich... Ja. Stopp, da war's. Komm ich nicht bei? Nö. Ein bisschen weiter rüber. Scheiße, ich hab's kurz verfehlt. Das geht aber schon, was ich machen will, oder? Alterle. Jetzt. Das Witzige ist aber, dass du genau den eigentlich anzeigen lassen wolltest. Der da ist es. Oh. Wieso kann ich da... Wieso bin ich so klein, dass ich da jetzt nicht Hochkopf krieg? Ach, Kinder. Was machst du nur, Alterle? Geht's, ne? So. Ich hab's fast gehabt. Aber ich mach's jetzt erstmal hier und dann mache ich, glaube ich, einen kleinen Schnitt, weil das dauert mir jetzt echt gerade zu lang. Oder wir machen hier noch einen zweiten Hahn hin, das können wir auch machen. So, Leute, und schon erklärt sich hier, warum das Wasser aus der Erde kommt. Den einen muss ich aber noch wegkriegen, ne? Zur Not brauche ich mal kurz die Treppe hin. Oder geht dieses Tool und ich weiß es nur nicht. Pfeiler, Light, Repair, Remote, Dino, Visible. Aber jetzt hat er alles weggemacht. Hä? Muss ich das...
Show. Alles klar, man muss dann einfach rechtsklicken. Da ist es wieder. Jetzt muss ich halt das verstecken, was ich versteckt haben will. Ich dachte, der nimmt ein einzelnes. Gut zu wissen aber, dass man mit der Knarre praktisch alle gesamt machen kann, ne? So, meine Lieben, jetzt muss ich das natürlich noch machen. Und ich glaube, dass ich das einfach vor der nächsten Folge dann komplett fertig mache. Ich will nur mal die Teilstrecke bis zu unseren Gärten machen. Unten ist es nämlich jetzt auch wieder sichtbar. Ich dachte, der nimmt nur einzelne Elemente, ne? Diese Show Hide. Was aber vielleicht, wenn man das mal richtig anguckt nochmal. Show. Leder. Was? Show. Leder. Show. Das sieht nicht so aus, als ob er jetzt durcheinander wäre. So. Komm, wir machen nur bis zum Gärtle. Wie weit ist denn unser Dödi eigentlich? Das ist so schön, wenn du vor der Hütte was bekommst zum Zähmen. Da hast du tatsächlich keine Angst, dass der gleich wieder drauf geht, ne? Okay, hier hast du wieder so ein Teil. Nee, hier hat er es geschafft. Ist das nicht geil jetzt? Sehr, sehr cool. Der eine ist jetzt immer noch übrig, ne? Mit dem ich gerade schon so gekämpft habe. Alter, was ist mit dem Licht? So. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach so aus dem Grundwasser raus. Jetzt können wir hier auf jeden Fall... Doch, ich komme da schon dran. Naja, das passt schon. So hatte ich es auf Dinge auf Genesis, dass ich ein bisschen hüpfen muss. Jetzt mache ich das da unten noch wieder unsichtbar, dass es schön aussieht bei uns. Dann haben wir hier oben Wasser. Und dann kann ich jetzt auch ganz einfach hier kochen, ne? Wir können ja jetzt schon mal anfangen. Ey, Alter, was ist mit dem Licht los? Krasse Geschichte, oder? So, jetzt mache ich uns die ersten Heiltränke schon mal klar für den nächsten Ausflug. Und dann passt es für mich. So. Und ist kein Holz mehr drin. So, meine Lieben, wir sehen uns morgen. Ich mache an der Stelle aus. Genug hin und her geschossen. Nochmal kurz nach unserem Dödi geschaut. Heiltränke. Muss ich Holz reinpacken? Oh, der ist bald fertig. Sehr schön. Sehen wir dann morgen auch den guten. Dann werden wir kurz einweihen. Und... ich lasse mir was einfallen, wie es morgen weitergeht. Vielleicht spiegle ich das darüber und wir gehen morgen on Tour, weil ich diese Siliziumperlen holen will, ne? So, meine Lieben, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Kommt gut durch die Tage. Bis morgen. Ich freue mich auf euch.